Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim SafeMed-Kanal. Könnt ihr irgendwas hören? Nee? Ich auch nicht. Das hat aber jetzt den Hintergrund, dass ich es gerade gemutet habe. Der Ton ist aus. Wenn wir mal anmachen, hören wir auch was. Leider war das gestern nicht der Fall. Wir hatten alles probiert. Der Fernseher hat keinen Ton mehr rausgegeben. Ich habe die ganzen Kabel abgezogen, ich habe einen Neustart gemacht, ich dachte, es liegt am Receiver oder sonst irgendwelchen Sachen, wieder neu rangestöpselt, HDMI-Buchse neu angeklemmt, andere Kabel ausprobiert, über SCART probiert, nix. Es kam einfach kein Ton. Wie ich bin, das ist natürlich ein älterer Fernseher, ist schon ein paar Jährchen alt, ich gucke natürlich im Internet gleich nach neuen Fernseher. Meine Frau hat gegoogelt, woran es liegen könnte. Und hat aber nichts gefunden. Und als ich dann heute bei Arbeit war, hatten wir so überlegt, sie könnte ja eigentlich mal einen Kopfhörer anschließen und damit wir unsere Anlage drüber laufen lassen können. Dann halt über große Boxen hören. Ja, das Problem daran war, der Stecker wollte nicht ganz reingehen. Und siehe da, da haben wir was richtig Schönes gefunden. Könnt ihr das sehen? Nein? Also jetzt könnt ihr das sehen. Dieses kleine Stück war der Übeltäter, warum wir keinen Ton hatten. Nur wovon kommt dieses kleine Stück? Dieses kleine Stück kommt von diesem Kabel hier. Das ist ein ganz normales 3,5 mm Klinkenstecker. Auf der Seite ist oben die Spitze abgebrochen und die steckte genau in dieser kleinen Buchse drin, wo ein Kopfhörer angeschlossen wurde. Und das wird wahrscheinlich gewesen sein, weil mein kleiner Sohn, der weiß noch nicht, dass er da nicht so ran soll, der geht mit Kabel rein und prokel, prokel. Der macht's knack und wir suchen. Auf jeden Fall hat meine Frau diesen Fehler gefunden. Ich hatte jetzt den Fernseher einmal auseinandergebaut. Das war hinten einfach nur den Deckel abnehmen. Und dann konnte man da auch schon richtig gut rangreifen. Und dann habe ich mit einer Nadel und so ein bisschen mit dem Zahnstocher das Ding wieder rausgedrückt. Zusammengebaut, läuft wieder. Wenn ich jetzt hätte einen Techniker kommen lassen, wer weiß, ob er dieses kleine Stück gefunden hätte, wäre wahrscheinlich wieder unsere guten 200 € los gewesen. Ich finde es natürlich schade, dass ich jetzt keinen neuen Fernseher kriege. Ich glaube, ich hätte mir dann richtig einen mit 3D und gleich LAN-Anschluss und alles geholt und internetfähig, aber naja, egal, irgendwann mal. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein ganz klitzekleines Metallstück, was extrem viele Kosten hätte verursachen können, was wir jetzt wieder selber gemacht haben. Also wenn ihr irgendwas mit eurem Fernseher habt, guckt euch das Ding lieber genau an, bevor ihr irgendwas Neues kauft. Versucht es selber heile zu machen. Günstiger geht's nicht. Wen es gefallen hat, da oben das kostenlose Abonnieren nicht vergessen. Von dieser Seite noch ein paar Videos anschauen. Daumen hoch, weiter verbreiten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.